Hallo, wir sind's wieder und melden uns erneut von der Verkostungsfront. Wir sind noch lang nicht fertig. Jetzt kam aber ganzer Schwung, das heißt, wir haben einiges zu tun. Heute, wir werden aber auch in der Woche noch ein Video drehen, weil es ist noch einiges im Kühlschrank. Wir machen heute erstmal Pfalz, Franken, einen haben wir vom Mittelrhein dabei und Rheinhessen ist noch was dabei. Alles ist Riesling. Nicht alles ist 2014, ein paar einzelne sind noch 2013er. Aber die große Mehrheit ist natürlich 2014. Wir fangen auch gleich an. Du hast schon geschickt, ja. Ja. Ist gut. 3, 2, 9, 5, 6, 6. Sollte ich das? 3, 2, 9, 5, 6, 6. Ja? 9, 5, 6, 6. Okay, alles Korrekt. klar. Kommst du oder nicht? Florale. Ja, ich finde dieses Wurzelgemüse schon auch noch, das da drin steht. So ein bisschen was Erdiges. Ja, es wirkt insgesamt sehr, sehr reif. Aber es springt einen nicht an. Das ist schon reife Frucht, aber die ist eher zurückhaltend, oder? Ich habe so fast schon Richtung kandiert oder getrocknete Ja, so ein bisschen was hat Zitrone. er. Da eine gewisse Süße. Ich finde, das zeigt schon die Nase. Es hat ein bisschen was Grünes drin, da steht grüner Apfel, das stimmt. Ich finde auch, dass Kann es ich so ganz leicht nachvollziehen? so fast ein bisschen so Zwiebelsüße ist. Ja, das habe ich mir bei dem Wurzelgemüse schon Ja. überlegt. Also es ist Gemüse, das karamellisiert ist. Genau. Das wirkt ein kleines bisschen rustikal, ein bisschen Gerbstoff auch. Ja. Natürlich eine präsente Säure, wie das oft in dem Jahrgang so ist. Ein bisschen die Brillanz der Fehlt's? besten Weine dieses Jahrgangs fehlt mir. Und Nein. dann hat er relativ viel Kraft, das ist so alkoholwarm hinten Ja, raus. er wirkt insgesamt warm, ja. Ja, es ist ein bisschen rustikal. Bin ich bei dir. Ich finde, er steht gut bei dem Trunk. Ja, die sind 87 und das bleiben sie auch. Nein, das ist nicht schlecht. Aha, das ist Philipp Kuhn. Kirschgarten. Also ich sage jetzt Jahrgang nur dann dazu, wenn es nicht 14 ist. Habe ich sonst was vergessen? Ich glaube nicht. 3, 2, 9, 7, 2, 0. Wirkt kühl. Wieder deutlich pflanzlich. Hat auch so was ganz leicht Zwiebeliges und Krautiges drin. Ja, ich dachte sogar an Kohlrabi, aber das geht gleiche Richtung. Oder wir meinen das gleiche. Kann schon sein. Ich finde, Aber es ist so eine weiße Frucht. es ist hell, ja. Ja, aber ich habe wirklich dieses Zwiebelige auch so ganz leicht angedünstet schon. Und dann wirklich auch wieder so ein bisschen wurzelgemüsig. Wirkt auf mich verschlossen. Ja, wirklich entwickelt ist er nicht, ganz klar. Der ist wieder ziemlich süß. Bisschen kandierte Frucht. Wieder diese leicht zwiebelige Süße. Hat schon Griff durch den Gerbstoff, auch die Säure passt. Aber auch der ist leicht rustikal. Und auch hinten raus.
Hat eine ordentliche Süße. Findest du nicht? Ja. Es wird schon gepuffert durch mineralische Noten. Es ist auch die lebendige Säure, trägt den Wein. Hm. Deshalb würde ich ihn bei den 88 Punkten. Na, ich schon auch. Ich will den nicht runterstufen. Er hat ja einen schönen Saft hinten raus, so ist er das nicht. Ja. Ah, das ist aber ganz andere Geschichte. Das ist Niersteiner Pettental vom Rappenhof. Ach, ich weiß, was ich beim anderen vergessen habe. Ich habe nur die Lage gesagt. Der Ort ist Laumersheim, der Kirschgarten. Ja. Bist du bereit? Ja. 3, 2, 9, 7, 3, 3. Recht herb die Nase. Anders. Ja, stimmt. Herb, kühl. Hat ein bisschen was so altholzig-nussiges. Ah ja, steht da drin. Wirkt ruhiger oder in sich ruhender als die anderen beiden. Okay. Mhm. Ja, auch so etwas karamellisiertes, getrocknet, pflanzlich, kräuterig. Wenn du flüsterst, wird man dich wahrscheinlich nicht verstehen. Könnte sein, bei unserer tollen Akustik. Ja, so ein bisschen kandiert und karamellisiert wirkt das alles. Die Säure ist straff. Ja. Ein bisschen Gerbstoff hat er auch, aber es wirkt nicht so rustikal wie die vorgehen. Richtig. Auch empfinde ich ihn den Abgang länger, stimmiger. Ja, und er hat auch mehr Zug, obwohl er insgesamt zwar ruhiger wirkt als die anderen, aber das passt alles besser noch zusammen. Ja, genau. Dem könnte man schon mehr geben. Ja. Würde ich ihn nicht hinstecken. Ich wollte gerade sagen, ist das ein 13er? Es ist ein 13er. Die Säure, ne? Und zwar ist das Weingut Höfler. Der Michelbacher Apostelgarten. Ikel Hans. Es ist aber so, dass Höfler in letzter Zeit, dass Höfler in den letzten Jahren ganz schön zugelegt hat mit seinen großen Gewächsen. Wir haben später noch das 14er, das ist nochmal ein ganzes Stück besser. Aber auch das ist schon ziemlich gut. Und 12, kann ich mir erinnern, war auch schon toll. 3, 2, 9, 7, 0, 5. Kühl, zurückhaltend, pflanzlich. Geschliffen. Das Einzige ist, dass er da in der Nase dann so was ganz leicht gedecktes... Mich erinnert es an Butterkekse. Ja, genau, das auch ein bisschen butterig ist. Genau. Danke, das ist richtig. Das geht ein bisschen auf Kosten der Brillanz. Mhm. Und die Frucht ist fast exotisch. Ja, ist ein bisschen süßlich. Schmeckt, als wäre ein bisschen Botrytis daran beteiligt. Schön ein bisschen Saft. Das ist ja nett. Das ist kühl. Steht da, glaube ich, gut. Sehr gut steht er da. Mehr hat er nicht. Gut.
Da sind wir also am Mittelrhein. Jetzt brauchen wir ein Stück mein Schrauber dort. Beige Schrauber auf beigem Grund, schwer zu finden. Toni Ost, Bachracher Hahn, Mittelrhein, wie gesagt. 3, 2, 9, 5, 9, 8. Wir haben so viele Weine, dass ich keinen Platz habe. Ja, merkt schon. Ist ein bisschen hochfarbig schon. Hat auch einen ganz leichten Holzton in der Nase. Oder? Aber es ist für mich der feinste bis jetzt in der Nase. Dann hast du das Holz auch? Ja. Ich finde es nicht stark, ganz verhalten. Ich finde, er hat was Rotbeeriges. Das kommt auch am Garmin. Das ist recht schmelzig, ein bisschen warm, süßlich. Und ganz, ja, genau. Das wäre jetzt mein sehr, aber ein schöner Schmelz. Ja, ja. Und auch so ganz leichte Wärme, oder? Aber hat was Kühles auch. Ich empfinde ihn als festgewirkt. Also, ich würde ihm auf jeden Fall einen Punkt geben. Ich auch. Der hat auch relativ spürbaren Gerbstoff. Teils wahrscheinlich auch ein bisschen vom Holzfass. Aber das gibt ihm Rückgrat und Griff. Ehrlich gesagt, ein Punkt mehr durch diese... Du warst schon bei 90? Echt? Dann musst du ihn mir nochmal geben, weil bei 90 war ich jetzt eigentlich noch nicht. Okay, also du... Danke. Ich glaube, der entwickelt sich gut. Nicht damit leben kann ich. Na, wäre dann halben Na, Punkt Gott gut. Gott sei Dank. Mir stört ein kleines bisschen die Süße, die so leicht, die im Moment zumindest die Konturen so leicht verschwimmen lässt, aber... Aber es soll so sein. Ah, das hätte ich jetzt aber gar nicht hingesteckt. Da sind wir wieder in Franken. Und zwar beim Zehnthof Luckert, Sulzfelder Maustal. 329560. Ja, Länge hat er ja. Also, ich kann schon damit. Aha. Ist wieder sehr kühl. Und hat eigentlich kaum Frucht in der Nase. Das ist mehr pflanzlich, tiefig, pilzig. Finde ich sogar recht deutlich, diese Pilznoten. Also überhaupt nicht unangenehm, nicht Fäulnispilz, sondern wirklich frische Waldpilze. Und die Frucht so ganz leicht angetrocknet. Ja. Und irgendwer hat auch schon Petersilie auf die Pilze. Ja, genau, das, ja. Ich war jetzt so beim Kräuterseitling. Naja, genau, sowas in die Richtung. Das hat Schliff, gewisse Süße. Im Mund sind das florale Noten. Und grüner Apfel. Finde ich ziemlich deutlich. Auch dieses ganz leicht Rotbeerige kommt dann. So nicht ganz reife Erdbeeren. Die Säure ist straff, aber geschliffen. Ja. Hat eine gewisse Eleganz. Und gut eingebunden. Ganz leicht scharf, stimmt nicht mehr. Das hat er gestern gehabt. Das war wohl noch der Schwefel, aber das hat er abgelegt. Gewinnt an Finesse. Ziemlich deutlich. Bin
bin ich bei dir. Also da wäre ich, da hätte ich es mit 90 leichter als beim Vorgänger. Okay, also bei 90 bin ich auch. Ja. Diese Kräuterseitlingsnase ist wirklich ziemlich deutlich. Macht sofort Appetit. Gut, jetzt möchtest du wissen, was es ist? Warte, noch nicht. Ich schaue jetzt mal, ob ich alles drin habe. Jetzt. Nun, Idee hatte ich jetzt keine. Aha, Philipp Kuhn. Groß-Karlbach im großen Garten. Drei, zwei, neun, fünf, fünf, null. Deutlich pflanzlich. Auch wieder eher zurückhaltend in der ganzen Fruchtaromatik, oder? Das ist viel mehr pflanzlich, fast auch wieder leicht pilzig, mineralisch. Schon in der Nase etwas tiefer als die Vorgänger. Ja, der hat auch eine gewisse Noblesse in der Nase. Genau. Diese Frucht wirkt recht nobel. Ja, gefällt mir gut. Ja. Ja, straff, saftig und wieder relativ nobel. Es waren gestern so viele Weine derart verschlossen. Ich habe mich echt auf heute gefreut, um das zu sehen. Schön Salz, das ist einfach auch was Animierendes. Viel Salz. Ja. Und ein bisschen Rauch dabei. Da hat sich aber einiges getan. So. Es gibt ja geräuchertes Salz. Ja, so schmeckt sie auch ein bisschen wie Räuchersalz. Sehr feiner Gerbstoff, also man merkt den Gerbstoff schon, aber das ist ganz reif, das gibt unheimlich viel Rückgrat, richtig. Aber das trocknet überhaupt nicht. Du musst hinten stehen lassen, sonst sehe ich es, wenn ich spucke. Kann ich nicht raten. Und dann hinten raus kommt so ein bisschen diese speckige, holzige Note, die sich auch in der Nase so leicht andeutet. Das ist gar nicht viel. Aber es ist ein bisschen da. Das ist ja 91. Danke. Ja, es gefällt schon sehr. Da sind wir wieder in der Pfalz bei Dr. Wehrheim, Birkweiler, Kastanienbusch. Drei, zwei, neun, sieben, eins, acht. Deutlich getrocknet pflanzlich. Deutlich. Ja. Auch so was ganz leicht alt oder unterholziges. Ein bisschen erdig, auch da so ganz leicht pilzig. Wieder ist so die Frucht für Kern und Stein, ob es der im Hintergrund? Im Hintergrund, ja, sehr ja, verhalten. Mhm. Im Mund kommt es dann gleich so richtig mürbe Frucht, auch wieder süßlich.
zwei karamellisierten Gemüse. Genau, hat's auch. Richtig. Stimmt auch. Habe ich das falsch geschrieben oder kennt er das noch nicht? Kennt er nicht. Der hat jetzt die Finesse vom anderen nicht. Das ist gut. Richtig. Das ist sehr gut, gar keine Frage. Komm mal. Aber es guter ist... Guter Essensbegleiter. Aber mit der Süße wäre ich vorsichtig. Das passt nicht zu allem. Ja, ich habe nicht gesagt, ein Allzweckwaffe. Stimmt. Aber der steht gut da. Bei find 89, finde ich. So, tauschen wir. Du kriegst Glas, ich krieg... Aha. Das ist der Rappenhof nochmal. Dieses Mal Oppenheimer Herrenberg. Will nicht scharf stellen. Naja, aber man kann es nur lesen. 32956. Dazu muss man aber sagen, dass der Rappenhof sich auch deutlich gesteigert hat. Das war in den letzten Jahren noch nicht so gut wie dieses Jahr. Also, das ist mal wirklich, sind Weine, die zu Recht großes Gewächs heißen. Ganz anders. So einen ganz kühlen, ganz gemüsigen Ton. Schon fein, aber es ist... Also ich denke fast schon an Lado. Dieses Weißspeckige hat er auch, ja. Ja. Und gestern war schon drin gestanden, dass es ein bisschen reduktiv ist und so ein bisschen noch an Kohlnoten, ein bisschen Kohlnoten hat. Und so ganz leicht merkt man das auch heute noch. Wobei das viel, viel schlimmer klingt, als es ist. Denn eigentlich riecht es schon ziemlich nobel. Ja, Pfeffer hat er drin. Wieder habe ich so ein bisschen was mich an Petersilie erinnert. Das habe ich heuer echt oft. Und diese zarten, rotbeerigen Noten. Ganz eigen. Viel Hefe noch am Gaumen. Schmeckt fast ein bisschen nach Hefeextrakt. Das ist das, was Tütensuppen seinen Geschmack gibt. Wow. Und was in der Reife dann zu Umami wird irgendwann. Ne? So diese, der Geschmack wird irgendwann deutlich animierender, als er jetzt in der Jugend ist. Also ganz, ganz viel so Pfeffer. Es steigert sich richtig im Mund. Mhm. Oder den sehe ich deutlich höher. Mhm. Stimmt. Naja, ich sage ja, das waren gestern unheimlich viele total verschlossen. Und der ja auch mit seiner enormen Hefenote noch, das gibt halt noch nicht viel her. Aber er zeigt schon was, es ist unheimlich konzentriert. Ja. Und dann baut er sich wirklich am Gaumen auf. Ja. So eine echte Klimax. Super. Ja, mittlerweile steckt er den Alkohol fast völlig weg. Ne? Gestern war das noch spürbar. So wie das da steht. Okay. Wirkt er also jetzt gar nicht. Also hat gar nicht. Na. So. Ja, ein bisschen schwarzbeerig ist er, das ist richtig. So ein Hauch Tabak, das kommt aber wahrscheinlich auch wieder so von der Hefe. Oder vielleicht Mischung aus Hefe und Holzausbau und was auch immer. Weil das nicht wirklich nach Holz schmeckt, ne? Nein.
hat auch etwas sehr Geschliffenes, sehr Kühles, sehr Nobles. Der muss reifen, das braucht viel Zeit. Das würde ich erst in 5 Jahren anfangen. Ja, 92, ja. Danke. Ja, stark. Ja. Okay. Das ist Reichsrat von Buhl. Ruppertsberger Reiterpfad in der Hohl. Man merkt, dass da mittlerweile ein Champagnermann im Keller ist, bei dieser ausgeprägten Hefearomatik. 3, 2, 9, 5, 5, 4. Aber der hat wirklich was Zwingendes, ne? Ja, auch hinten ja, raus. Ja, aber wenn er sich seit gestern so sehr gesteigert hat. Meinst du, sollen wir einen Tag stehen lassen? Naja, vielleicht gar keine schlechte Idee. Ja, das ist deutlich offener wieder. Das ist floral, vegetabil, kräuterig, erdig. Bisschen rustikal. Okay, sag, ja. Ja, ja, genau. Gegen den anderen ist das hat das, ja. mit der Finesse des anderen nichts zu tun. Das ist deutlich rustikaler. Aber sehr schöne Kräuteraromen. Ah ja, das ist schon nicht schlecht. Ist eine sehr reife Frucht, ein bisschen kandiert. Wirkt auch ein bisschen, als hätte er vielleicht ein bisschen Botrytis gesehen oder zumindest angetrocknete Trauben. Hat er Kraft. Bisschen Wachs. Vielleicht das Bohnenwachstönchen da hinten. Candis, ja. Ganz leicht dunkelbeerig. Und ja, dann hat er zwar Süße, aber die Säure zieht schon an. Ich hatte jetzt fast schwer gegen den Gegner vorher, aber es ist überhaupt kein schlechter Wein. Wobei, da sieht man, dass der andere natürlich... Aber klasse besser ist. Wobei der sicher vielen Leuten besser gefällt, weil er so saftig ist und so süßlich und Schmelz hat und so Candis-Noten. Suppenkräuter hat er auch. Jetzt hast du es gesehen. Aber deswegen lass hinten stehen, bis wir fertig sind. Aber genau, so geht es mir auch. Die kann er, die Punkte. Ja, die kann er auf jeden Fall. Mit mehr... Ja, von meiner Seite nicht. Von meiner auch nicht. Das ist wieder Wehrheim, also Pfalz. Birkweiler, Kastanienbusch, Köppel. Warte. 3, 2, 9, 5, 6, 2. Kühl, ein bisschen gedeckt. Ja, aber auch noch ein bisschen zugedeckt, finde ich. Das ist so. Das hat auch so ganz leichten Holzton. Doch so was Überreifes, ein bisschen. So Ananas? Fast, ja, ein bisschen fast überlagerte Ananas. Weißt du, was ich meine? Sehr hohe Reife anscheinend. Dann trotzdem so pilzige, wurzelgemüsige Noten, so was ganz leicht Wachsiges. Ich habe getrocknete blaue Blüten. Aber er ist noch nicht so da, das merkt man schon in der Nase. Ja. Unruhig. Aber am Gaumen hat er diese Überreife ziemlich deutlich. Obwohl er schon eine sehr präsente, fast ein bisschen zitronige Säure hat. Aber so diese Frucht geht schon ins, auch wieder ins Überlagerte und Überreife. Findest du nicht? Ja, ich habe deutlich Phenole am Gaumen. Am Gaumen, das trocknet auch so ein bisschen. So ein bisschen grob. Wir hatten vorhin beim Buhl so ganz feine Phenole. Die waren auch unheimlich präsent, aber sie waren sehr, sehr fein. Und das ist so ein bisschen... Grobschlächtiger, ja, sandiger, bremst ihn ein bisschen aus. Ja.
Das hat schon Kraft und es hat Substanz und es ist, er geht auf eine gewisse Art beeindruckend, aber es ist ein bisschen rustikal. Ich würde ihn da lassen. Ich auch. Ja gut, kann man. Ja, das ist ein bisschen auch der Hausstil. Das ist Philipp Kuhn, Laumersheimer Steinbuckel. Das ist beim meistens so ein bisschen ausgereizt. 329507. Ausgereizt, genau. Aha, ganz anders. Ganz anders. Sehr ruhig, zurückhaltend. Ein bisschen erdig, vegetabil. Fast ein Hauch tabakig. Und so ein bisschen altholzig. Also, altholzig ist nichts Negatives. Man schmeckt halt, dass er aus dem großen Holzfass kommt. Wenn es stimmt, aber ich gehe davon aus. Aber dafür riecht das so beruhigt, ne? Unbedingt. Ist überhaupt nicht aufdringlich. Geerdet. Ganz leicht hat er so ein. Auch das habe ich dieses Jahr schon ein paar Mal bei Jungweinen, so einen leichten Schimmelkäse-Ton. Weißt du, was ich meine? Dieses etwas salzig-jodige? Ja. Du meinst mehr so, meinst du jetzt Schimmel oder eher so Parmesan? Nein, ich meine schon Blauschimmelkäse. Also ich gehe schon in Richtung Roquefort oder sowas. Findest du Parmesan jodig? Nee. Ich meine schon wirklich diesen ganz speziellen jodig-ammoniakigen Ton. Das klingt wieder viel schlimmer, als es ist. Es ist wirklich interessant. Oh, im Mund sehr kalt. Wenn der andere wirklich warm war, das ist das exakte Gegenteil. Deine Mattsäure. Und obwohl der schon ein bisschen Zucker hat, schmeckst du ihn fast nicht, weil er so eine unheimlich salzige, herbe, kalte Mineralik hat. Ich finde ihn echt gut. Ja, ich finde ihn auch gut. Das ist nur halt so gar nicht Everybody's Darling, ne? Ja, das ist das Schöne daran. Er will nicht gefallen. Das ist so eine innere Kraft. Noch ganz leicht drauf. Fordert auch nicht. Was fordert nicht? Nein. Durch diesen Säurezug und den Salz ein bisschen fordern, finde ich das schon. Ja. Ich auch dafür. Gut. Wir sind wieder in Franken. Hätte ich jetzt auswendig auch nicht gedacht. Das ist das Weingut Arnold aus Randersacker. Randersackerer Pfülben. Naja, gilt diese erdige Aromatik. Ist das nicht oft in Franken? 329558. Ich wäre nicht drauf gekommen, weil er so unheimlich kalt ist in seiner Aromatik. Und das kenne ich jetzt aus Randersacker eher nicht. Oder aus Franken allgemein nur ganz selten. Das ist ziemlich gemüsig. Ja, ich habe wie heißen die? Saubohnen. So weiße, dicke. Ja, Hülsenfrüchte ist nicht schlecht. Ist die Frucht auch mürbe? Wird ein bisschen pilzig und unterholzig. Das riecht ein bisschen herbstlich, das riecht nach Laub. Ja, aber kein so feuchtes, sondern eher was Getrocknetes. Mhm, richtig. Mhm.
vollkommen andere Baustelle. So einen herben Nusston, wieder so ein bisschen unterholzig und pilzig und gemüsig und grüntabakig. Und, aber der, die Frucht ist reif, aber sie ist völlig unaufdringlich. Trocknet ein bisschen, ja. Ich sollte nicht Nussig reinschreiben, wenn es eh schon drin steht. Mache ich ja dauernd. Aber das bittert ein bisschen durch diese. Ja, das sind die Nusstöne. Das ist ganz genau. Ein bisschen phenolisch. Walnüsse. Ja, so Nussschalen auch. Ja, genau, genau. Das ist ein bisschen phenolisches Bitter. Ich werde bei 89. Du? Du hast schon einen halben Punkt. Gut, ich sag's. Ich habe einen halben Punkt. Von vorhin, falls du dich nicht mehr erinnerst. Aber das ist mir für 90 fast ein Hauch zu bitterlich und zu spröde. Das ist ein bisschen zu viel Phenol. Das ist schon gut. Das ist auch fest. Das ist auch nachhaltig. Wir jammern ja wirklich auf hohem Niveau. So ist ja das gar nicht. Oder? Aber diese gewisse Strenge, Sprödheit, stört mich leicht. Ja, genau. Das verstärkt sich auch mit der Säure. Also wäre mir lieber, wir geben ihm 89. Gut. Bist du bereit? Jetzt bin ich bereit. Auf Lösung? Das ist wieder mal Philipp Kuhn. Zeller, Schwarzer, Herrgott. Stopp. 3, 2, 9, 6, 9, 7. Ja, es hat auch nicht die Länge vom anderen. Das merkt ist ein bisschen zu aufrauend für ganz hohe Weine. Sehr pflanzlich. Ja. Entschuldige, ich komplett wollte anders? Ja. Wirkt auf mich jetzt im Moment fast parfümiert floral. So ein bisschen, ja. Wirkt natürlich sehr jung. Das geht weg, aber im Moment. Das habe ich mir auch gerade gedacht, dass das so ein bisschen parfümiert ist. Und das hat auch wenig Frucht, das hat mehr so Kräuter. So frische, helle, gemüsige Töne. Ja, das so ist schon so Lauchzwiebeln und sowas. Fast mediterrane Kräuter. Ja. Also nicht uninteressant, aber völlig schon, eigen. Ja, ja. Ich habe schon das Gefühl, dass ich auch fast das Holz von Kräutern rieche, nicht nur die Blätter. Oh, das kommt vor allem am Gaumen ganz deutlich. Das schmeckt ja fast schon wie frittierte Kräuter. Der hat Biss. Viel Biss steht ja auch drin. Ja. Und ein bisschen so reifes, noch ein bisschen sandiges Tannin. Also schon ein bisschen so ein Gerbstoff, der aber sehr lebhaft ist. Also das trocknet den Mund nicht aus, sondern das belebt das alles ein bisschen. Das ist so. Und ganz anders. Ja, ganz eigener Stil, auf jeden Fall. Ist ganz trocken. Also hat überhaupt keinen Zucker, hat aber dann am Gaumen trotzdem so einen ganz feinen Schmelz und sowas wie so einen Hauch Extraktsüße. Da kommen schon wieder, jetzt sind wir dann wirklich bei so dieser Spur Umami, die da hinten kommt, dieses Aroma. Weißt du, was ich meine? Ja. Da wirklich so dieses parmesanartige Süße. Und er wird sehr gut reifen. Das glaube ich auch. Der hat
der hat die besten Voraussetzungen. Das ist vor allem wirklich stimmig. Das gefällt mir ziemlich. Mhm. Frage ist, ob er 2 kann. Ja, das glaube ich nicht ganz. Okay. Aber 91 kann er. Der kommt so durch die Hintertür. Das ist echt. Schlingel. Da, schau her. Das ist Dürkheimer Michelsberg. Unlesbarer Michelsberg. Durch diese blöde Gegensonne. Das Erstaunliche an dem ist, von Karl Schäfer, das hat nur 12% Alkohol und dafür hat es einen Mordsausdruck. Also das ist schon sehr gekonnt. Bin ich bei dir. So stark ist es leichter Wein, ganz selten. Das ist auch lang. Ist echt schön. Bin ich jetzt dran? 3, 2, 9, 8, 7, 3. Ich möchte dir nicht das Wort abschneiden eigentlich. Ganz kühle, pflanzliche und ein bisschen floralig, so ganz hellflorale Noten. Na, ich finde, da kann man schon die Herkunft riechen. Ja. Ja. Jetzt forderst du mich heraus. Ja. Das Hefige habe ich gar nicht drin. Dieses Hafig, na freilich. Das hat mich natürlich wieder. Oh, ja. Sehr geschliffen, sehr hell, sehr kühl. Was will kalkig wirken? Toller Stoff. Ja, aber so ganz anders in seiner durchgängigen, fast stahligen Art, oder? Ja. Der wirkt ja eiskalt. So ein toller Grip. Naja, der hat jetzt wieder eine Art Gerbstoff, die zwar präsent ist, aber überhaupt nicht trocken. Kalkigen Ton. Also wenn du sagst, das kann man erkennen, würde ich aufgrund dieser ganz hellen Aromatik auf Franken tippen. Sehr schön. Puh, Glück gehabt. Heißt immer Mineralik, schmeckt man nicht. Aber der wird wirklich gut reifen. Gehen wir auch nicht mehr. Ja. So. Oh, da schau her. Der staatliche Hofkeller. Staatliche Hofkeller. Okay. Randersackerer Füllwen. So gut waren die aber schon lange nicht mehr. Oh, ich glaube, jetzt musst du mal kurz schauen. Ich glaube, das ist 94 oder 91. Guckst du mal kurz? Auf die Nummer? Ja. Das sind 4. Kann deine Schrift nicht. Das sind 4. Das ist falsch eingeordnet. Also, dann machen wir den. Also, wir probieren in den Nachproben, die wir jetzt ja machen, also wir probieren die Weine ja natürlich jetzt nicht zum ersten Mal, nach unten aufsteigend, was viel Sinn hat, weil man halt immer in einer Reihe dann immer gleich merkt, fällt einer nach oben oder nach unten raus. Bei der Nachprobe ist das schon sehr sinnvoll. Wir achten also dann nicht mehr auf Alkohol und Zucker, wie wir das vorher machen. Natürlich machen wir keine süßen Weine mit rein, sondern es geht wirklich nach Punkten aufwärts. Das nur zur Erklärung, der war jetzt falsch einsortiert. Sind wir soweit? Klar.
Ich warte. Ah, du hast 3, 2, 9, 5, 6, 4. Weil du auch so klein schreibst. Ich bin klein und kann ja klein schreiben. Jetzt stürzt bloß nicht ab. Jetzt habe ich gedacht, ja. Sag mal. Merkst du das, dass mir der Browser da gerade abstürzt? Wir haben auch Standbilder. Ja, jetzt geht's. Das brauchen wir jetzt nicht dauerhaft. Hallo? Dieser Drecksrechner. Aha, jetzt. Er ist da. Was hat er denn für Probleme? Jetzt, wenn ich es wieder zurückmache, dann hat er noch größere Probleme. Also lassen wir das so. So, Entschuldigung für die Verzögerung. Rechner spinnt. Aha. Was abfällig ist. So ziemlich, ja. Viele Kräuter. Also Kräuter. Was? Wieso? Was ist das Kräuter nochmal betont? So ein getrockneter Salbei. Ja. Pilze kann ich auch unterschreiben. Ja, recht feiner Saft, kühl. Wieder pflanzlich, kräuterig. Da steht die Petersilie sogar betont drin. Das finde ich sogar auch wirklich gut. Wirklich so helle Pilztöne, ne? Mhm. Ja. Ich finde, das steht da gut bei den Punkten. Ich bin am Hadern, ob 90 oder 91. Kann ich nachvollziehen? Würde ihm die lassen. Ja, ich glaube ich auch. Weil er ziemlich Saft lang ist. Hat und weil die Aromatik auch so auch. Eigen ist. Also eigen im positiven Sinne. Ja, ja, er zieht auch. Hinten raus gefällt mir sogar sehr. Es ist sehr elegant, sehr fein. Der wirkt so zurückhaltend, so kühl. So. Er hat wahrscheinlich null Restzucker. Aber dann zieht er wirklich Saft. Ja. Ah, okay. Es gibt eine Erklärung, wenn man so kühl ist. Das ist nämlich der Kallstatter Saumagen von Philipp Kuhn. Also eine reine Kalklage. Gut. 329774. Wirkt nur total unruhig. Das ist hefig, jetzt mittlerweile fast ein bisschen schweflig. Das war da gestern anscheinend gar nicht, weil da nur die Hefe drin steht. Aber das hat man ja schon öfters mal. Ach Mensch, du Depper, der Rechner. Der ist echt ein Ärgernis. Jetzt macht er total zu. Ah, die leicht schärfenden Noten stehen doch drin. Hat das gestern also auch schon gehabt, diesen noch ein bisschen schwefligen Ton. Aber kalt und herb und hell in seiner ganzen Aromatik. Und ganz schön den Saft. Diese Wildkräuter stimmen echt. Das ist wirklich wie so ein frischer Salat mit solchen Wildkräutern drin. Das ist ziemlich kompromisslos. Das ist richtig. Es hat auch null Zucker. Also zumindest schmeckt es so.
Aber das verändert sich alles doch sehr deutlich. Also entschuldige, dass ich so viel schreiben muss. Da beschweren sich die Leute immer. Puh. Ja, das genau zieht so aber, geht's das mir zieht auch. Aber irrsinnig das an. Immer noch. Das ist ganz nobel. Auch eine, ja, richtig. Richtig. Ganz nobel. Das ist viel besser. Das, den deckt nur der Schwefel ein bisschen zu, aber das ist ein toller Wein. Genau. Wahnsinn, hat der einen Zug. Super. Da bricht mir der Schweiß aus, dann merke ich sofort, das ist großer Wein. Habe ich was vergessen? Das Noble habe ich drinstehen. Also wenn wir so lange innehalten. Das werden wir auch morgen nochmal probieren müssen. Das ist wirklich irrsinnig. Also, das sind locker 93. Ja, aber locker. Genau. Ganz locker. Aber es ist gut. Großer Stoff. Bassermann Jordan. Wir sind also wieder in der Pfalz. Forster Freundstück. Wie gesagt, da ist das letzte Wort womöglich noch nicht gesprochen. Da habe ich es schon ausgelesen. 329877. Warte. Ist da auch? Ja, ja. Ein Schluck will ich auch. 329877, ja? Korrekt. Okay. Puh. Der lässt dann gar nicht los. Deutlich mehr so suppenkräuterige Noten. Oder? Ja, auf jeden Fall. Was ist denn das aber noch? Ich habe jetzt an frischen Majoran gedacht. Sehr gut. Auch so Zitrus, Ananas, aber diesmal nicht überlagert. Nee. Ja, und Pfirsiche. Ich hatte jetzt vor kurzem fränkische Pfirsiche und die haben etwas Herbes. Für dich ist, wird Pfirsich mit Ü gesagt? Pfirsich? Nicht schlecht. Ja. Und was analysierst so, du dich gerade? Also so innerlich analysiere ich mich wunderbar. Weißt du, an was das mich auch ein ganz kleines bisschen erinnert, an Meerrettich. Mhm. Mhm. Der saftige Frucht, trotz allem kühl und geschliffen, aber hat auch Schmelz. Jetzt merkst du es auch wieder, das war gestern offensichtlich nicht so durch. Er schiebt und er hat auch wieder diesen ganz leichten Hefeextrakton. Und wo sind wir jetzt? Wie, wo sind wir jetzt? Willst du die Region wissen oder, bei, oder die Bewertung? Nein, nein, nein. Warte mal, jetzt, genau. Die Region. Ja, wir sind bei Buhl. Wahrscheinlich. Hatten wir da den Hefeextrakt? Nein. Hm. Ja? Naja, mit dieser deutlichen Hefe ist das natürlich immer etwas, ist das naheliegend. Aber wenn du so nachfragst, stimmt es halt wahrscheinlich nicht. Aber
lass uns das mal schnell fertig machen. Das ist ein bisschen dunkel in seiner Mineralik, das stimmt. Obwohl das, diese Hefenoten und das alles erstmal für helle Eindrücke sorgen. Hast du es hinterher dann dunkler. Finde ich schon auch stark. Ja, nicht ganz so fein wie den anderen. Naja, der andere wird noch steigen. Also das ist schon nochmal. Den Eindruck habe ich auch fast. Aber das wird lang halten, vor allem spät kommen. Das hat hinten raus auch so etwas ganz leicht Bohnen- und Bohnenkrautartiges. Aber sehr nobel, also das ist überhaupt nicht rustikal. Schon klasse, was die da machen. Wer auch immer das gerade ist. Naja, jetzt ist es wurscht. Ich hab's ja schon. Also, finde ich extrem stark. So stark waren sie, glaube ich, noch nie. Staatlicher Hofkeller, Würzburger Stein. Mann, darauf wäre ich jetzt echt nicht gekommen. Ich bin ein bisschen begeistert gerade. 327598. Der hat doch richtig Länge. Ja. Das ist ein richtig starker Wein. Das riecht. Das ist wild. Naja, das riecht auch ein bisschen welk und ein bisschen rustikaler. Da steht nur getrocknet pflanzlich, aber es ist ein bisschen welkes Laub hat er auch. So in die Richtung gehend. Oder? Ja, ich bin jetzt eher so bei Trüffeln. Trüffel? Mhm. Echt? Da muss ich echt suchen. Weiße Trüffel? Also ein bisschen bei was Pilzigen bin ich schon dabei. Trüffel? Naja, so sogar ein bisschen fast schon Moschus. Ja, da bin ich jetzt eher dabei. Naja, aber so weiße Trüffel, so ein bisschen Knoblauch, ein bisschen Moschus. Ein bisschen Butter, ein bisschen Wachs. Also das ist jetzt nicht so fein wie der Vorgänger. Das wirkt breiter, gedeckter, ein bisschen rustikaler. Der hat die Finessen nicht vom anderen. Ja, bleibt auch am Gaumen deutlich, naja, auf hohem Niveau, aber deutlich einfacher. Etwas süßlich. Extrakt süßer am Gaumen. Ja, nicht nur Extrakt, das ist ein bisschen Zucker auch. Mhm. Also nicht viel, aber man schmeckt ihn halt. Für mich ist 91 zu hoch. Mhm. Das sind eher 89. Okay. Wie siehst du das? Also 91 sind zu viel. Ja. Wie war der Wein gestern? Weil du hast ihn ja bei 91. Das weiß ich nicht. Also du siehst, du kannst das ja nur lesen. Ich weiß ja nicht, welcher Wein es ist. Aber es bleibt halt ein bisschen rustikal und ein bisschen antrocknend und hat ein bisschen diese, so ein bisschen die Aromen von angeschlagenem Obst. Also ja, mir wären 89 d'accord. deutlich lieber. Ja. Was haben wir? Ah, naja, es ist halt 2013. Der Jahrgang war halt wirklich nicht einfach. Wir sind in Franken. Beim Weingut Weltner, das ist die Rödelseer Hohe Leite, aber 2013. Es bietet auch leicht nach. Das ist halt einfach, das ist in dem Jahrgang halt leider oft so. 329699. Wir jammern ja trotzdem auf hohem Niveau, so ist das auch nicht.
Also wir jammern ja gar nicht. Also, okay. Sehr frisch. Ja. In der Nase. Frisch. Frische Zitrusaromen, Steinobst, so ganz frisch aufgeschnittene Kräuter. So. Genau, richtig. Ne? Ja. Petersilie wieder dabei. Kannst du den Hauch Wacholder nachvollziehen? Ja. Gut. Sogar sehr gut. Nicht, dass mit mir die Gin Tonic Fantasie durchgegangen ist. Mhm. Straff, saftig, kühl. Bisschen zitronig. Bisschen hell, floral, ja, genau. Mhm. Schon in der Nase. So, weißer Pfeffer. Mhm. Mir sind da auch 91 zu viel. Es sind eher 90. Mhm. Denn die große Tiefe und Komplexität hat, es ist schon ein sehr schöner Wein. Kann ich gut nachvollziehen. Ist das die gleiche Herkunft? Ja. Aha, okay. Das ist witzig. Der gleiche Wein, nur 2014. Aber es ist der schönere, meiner Ansicht nach. Auf jeden Fall. Ich meine, ich finde beide gut, aber das ist der elegantere und feinere. Ich finde aber interessant, wie sehr man den Jahrgangsunterschied hier schmeckt. Naja, das war jetzt mal ganz witzig. Es ist ja überhaupt keine Absicht, dass die jetzt hintereinander standen. Sagst du? Ja, so. 3297 32. Was du machst, weiß ich natürlich nicht. Oh. Das ist speckig. Speckig. Hülsenfrüchte. Hülsenfrüchte, genau. Das wollte ich gerade sagen. Fest, mineralisch. Was Dunkelbeeriges. Das ist auf jeden Fall, die springt dann ganz anders an. Das ist eher so ein Sponti-Typ. Ja. Aber eine ganz noble und feine Frucht. Viel Mineralik. Und wie gesagt, dieses Gemüsige und an Bohnen und andere Sachen erinnernde, das ist überhaupt nicht negativ. Das ist auch nicht grün und unreif, sondern das hat auch das hat was Nobles. Ja, auch was Spannendes. Wow, und das schon wieder habe ich. Ah, Zeit. Ja. Sofort wieder Essen anfangen. Hat einen ganz zarten Pfefferton. Sehr interessant. Ja. Ganz schön konzentriert. Aber viel hallo. Griff. Wow. Dann hat er im Abgang florale, getrocknet, florale Töne. Hm. Und wieder diese ganz leichte Hefeextraktnote, die aber jetzt auch wieder so fast ins Parmesanik Umami-artige übergeht, hat er am Gaumen. Ja, diese ganz leichte Trockenkäse, Süße und das Salz dazu. Ja, es gibt Dimensionen. Richtig. Also, Tiefe. Schön. Sehr schön. Bin ich bei mehr? Ja, auch. Das berührt einen ein Stück weit. Ja. Gell? Ja. Sehr feines Salz dazu. Super. Finde ich auch sehr gut. Wenn wir aber auch eher noch einen Tag stehen lassen. Ne? Okay. Also auf jeden Fall mal einen mehr oder willst du schon auf drei? Also ich finde es eine gute Idee, ihn morgen nochmals zu probieren. Ich würde ihm jetzt einen Punkt mehr geben. Genau, das machen wir jetzt auch. Sehr schön. Das ist wieder Franken. Ja. Ach Gott, das ist ja unglaublich. Mein lieber Schwan. Ich habe es vorhin angekündigt, der Herr Höfler, der 13er, war schon gut, aber 14, das ist ja sensationell. Puh.
ist, also Franken, wie gesagt, hätte ich ja getippt, aber Hilfle, der drei, gibt Gas. 3, 2, 9, 6, 8, 0. Ja, das ist wirklich ein hochnobler Spitzenriesling. Ganz, ganz großes Kino. Kennt kein Mensch. Oh, das Telefon. Entschuldigung, ich nehme auch nicht ab. Jetzt gleich abnehmen. Ach, das wär's. Wie live telefonieren. Ja, das ist ja dieses Live-Video. So, jetzt hebe ich aber ab, wenn das weg ist. Damit es nicht nochmal passiert. So. Oh. Ja. Vegetabil, ganz anders vegetabil, aber. Ganz anders. Ein bisschen gedeckt. Ein bisschen wachsig, ein bisschen tabakig. Tabakig finde ich gut. Aber es wirkt ein bisschen grober als beim anderen. Alles. Sehr eigen. Hat auch fast keine Frucht in der Nase. Ne? Das ist, nein. Das ist pflanzlich, erdig, tabakig, wachsig, alles Mögliche. Gewürze, also ja, gewürzig. Aber Frucht hat es eigentlich gar keine. Oder fast keine. Einen gewissen Saft hat er schon. Ich glaube, es ist reif, also eine reife Frucht. Und dann kommt aber merklicher Gerbstoff. Ist ein bisschen sandig ist er, ne? Ja, aber so, das, also ich nenne es gerne Grip. Ja, es ist ja mürb. Es ist nicht massiv trocknet. Ich finde, er hat eine sehr gute Länge. Ja, ich bin nur mir nicht ganz sicher, ob es nicht nur 90 sind. Es ist reif, es hat Saft, es ist ein bisschen so eine mürbe Fruchtaromatik. Sind recht feine gelbfruchtige, gelbfruchtig, also Hülsenfruchtnoten wieder drin, so ein bisschen wirklich wieder an Bohnen erinnert. Aber diese Feinheiten und Tiefe und Länge hat er nicht in dem Maße. Mir wären da 90 lieber. Für mich ist es ein Wein, der im Moment noch überhaupt nicht bei sich ist. Durch diesen festen Kern, den der Wein hat und dieser Gerbstoff, du findest es phenolisch. Sag mal, ist das wieder, ja, so ein bisschen. Und ich finde, das macht den Wein, also der gibt eben eine unglaublich tolle Struktur im Mund. Du wärst also, würdest dabei bleiben? Also ich würde, wenn, dann mit einem Plus arbeiten. Das jetzt noch? Nein, also 90 plus. Ich glaube, ich kann deine Argumentation nachvollziehen. Ist es wieder Schäfer? Nein. Das hätte ich jetzt getippt, weil es so kühl und leicht wird. Okay, wie auch immer, dann machen wir ihn einfach morgen nochmal. Willst du ihn jetzt sehen? Jetzt bin ich fertig, ja. Ach so, das ist ganz was anderes. Mhm. Das sehen wir in Württemberg. Das ist Schneidmanns Fellbacher Lämmler. Nein, das muss man schon mal sagen. Riesling aus Württemberg ist mittlerweile nicht mehr zu unterschätzen. 3, 2, 9, 6, 9, 5. Der kann mit vielen, genau, anderen Top-Betrieben mithalten. Prognose. Das ist jetzt deutlich fruchtiger. Das war so ein bisschen abfällig, aber Zitrusstein, ob es das. Wieder so da? Fast parfümiert im, ja, Moment. Mhm. Stimmt. Oh.
Diesen mürbenreifen Apfel hat er schon auch. Mhm. Ja, das getrocknete Florale stand schon drin, aber das war noch nicht so parfümiert offensichtlich gestern. Das ist heute deutlicher geworden. Mhm. Straff, schlank, bisschen süßlich. Das ist der Schäfer. Ja. Hat so einen kalkig-ährigen Ton da hinten drin. Aber auch steht ja auch schon da, sehe ich, Candis. Wo habe ich das? Ein Hauch Candis. Das ist deutlich am Gaumen. Mhm. Sehr lebendig. Mhm. Da stört mich die Süße auch nicht. Die passt da, die ist sicher nicht hoch, aber die passt da rein. Ich glaube, die braucht da fast. Also die Säure ist schon enorm. Also richtig straff. Naja, wenn das Schäfer ist, dann hat er ja auch wieder nur 12 Alkohol. Da schmeckst du die Süße natürlich noch ein bisschen deutlicher. Die Säure noch ein bisschen deutlicher. Weißt du, was ich da jetzt habe? So ein bisschen Himbeeren dahin. Finde ich sogar relativ ausgeprägt. Sehr viel Zug. 90 oder 91? Gute Frage, habe ich mir jetzt auch gestellt. Es ist halt nur, dass er nicht diese enorme Tiefe hat. Ne? Das ist das wunderschön zu trinken, es macht einen unheimlich Spaß. Es wäre ein Wein der Gewichtsklasse echt toll. Aber die letzte Tiefe fehlt ein bisschen. Vielleicht. Mir fehlt das auch ein bisschen Schliff. Ja. Also gut. Wie auch immer, wir jammern ja auch da auf sehr, sehr hohem Niveau. Das ist Ungensteiner Herrenberg. Okay, jetzt mag er gar nicht mehr. Doch. Jetzt das aber, könnte. Geht doch. So, von Karl Schäfer. Wie gesagt, zum Beweis. 12%. Und dafür, mein lieber Schwan, also es macht ja schon Spaß, das Zeug. Das darf man nicht vergessen. 329776. Sehr hefig. Ganz gedeckt und verschlossen. Gestern war die Frucht offensichtlich noch deutlich, aber jetzt ist das ja fast wieder überhaupt nicht mehr. Die Hefe deckt da so viel zu gerade. Ja, ganz feine, tabakige Aromen. Helle Töne. Also helle, tabakige. Das ist jetzt wieder sehr dicht. Das kann man nur erahnen, dass dadurch, dass es so verschlossen ist. Ja. Das ist schon. Boah, das zieht wieder irrsinnig. Das ist wirklich groß. Wow. Und dann hat der so einen unglaublich noblen, grasig, kräuterigen Ton, wie du ihn von ganz edlem Olivenöl hast. Am Gaumen. Ja. Wirkt noch reichlich zusammengezogen, steht da drin. Und das stimmt halt genau, auch. Richtig. Ich finde, die Aromatik kann man im Moment gar nicht mal... Da gibt er immer wieder was anders preis. Ich finde diese... Das was, ey, so fest. Ich hatte das Gefühl, ich fahre plötzlich nach unten... Aufzug, also so. Boah. Gutes Bild. Gibt es morgen nochmal. Hat ja keinen Sinn, aber das ist viel besser als 91.
Das ist wie großer Burgunder. Das braucht wirklich viel Zeit. Das hat überhaupt keinen Sinn, den vor 5 Jahren anzufassen. Also ich gebe Ihnen jetzt einfach mal 93, aber es kann auch sein, dass das zu wenig ist. Eine große Lage. Allerdings. Was mir auffällt, ist, dass das... Ich habe das gestern schon mal probiert und habe den gestern schon blind falsch geraten, weil der so hell in seiner Aromatik ist und der Pechstein eigentlich dunklere Aromen meistens mit drin hat. Die finde ich auch heute nicht, sonst ich wäre auch wieder nicht auf Pechstein gekommen. Aber das soll keine Kritik sein. Der Wein ist extrem. Großartig. Großartig. Puh. Wollen wir da was zu tun? 3, 2, 9, 7, 7, 8. Diese Länge. So was Zwingendes. Ganz kalte Nase. Oh ja, Koriander, das stimmt. Ja. Das ist ganz deutlich. Und wieder Hefe. Boah, das ist... Und Suppenkräuter. Und dann kommt erst die Frucht im Hintergrund. Gestern war er deutlich fruchtiger anscheinend. Da war sogar Maracuja und da ist dabei viel exotischer. Und jetzt taucht er so ab. Aber da kannst du jetzt ziemlich lange reinriechen. Das hat schon in der Nase eine echte Tiefe. Wir machen Tiefe. Eine kurze Riechpause. Ist auch saftig, dicht. Und dann kommt dann wieder die Hefe. Die Frucht wird erst ein bisschen mürb. Jetzt habe ich das dicht wieder zweimal, weil ich wieder nicht gelesen habe, bevor ich geschrieben habe. Unglaublich. Ja, das ist schon stark. Lässt er uns fassungslos hier sitzen. Und das ist wirklich ein ganz nobles Bitter, das der hat, ne? Ja, das ist... Gibt ihm ja Substanz und auch Spannung. Da verabschieden wir uns vollkommen von dem, was wir vor 10 Jahren noch für normal hielten für Riesling. Dieses knallig-fruchtige ist total weg, der Zucker ist weg. Dafür kommt viel, viel mehr Hefe ins Spiel, wie das eben mal bei den großen Burgundern auch der Fall ist. Und ich denke auch, dass sie sich so entwickeln werden. Also nicht ins Quietschige, sondern da geht, das kann der ja gar nicht, sondern das wird sehr nobelreif. Und es wird auch noch einen Tag brauchen, bis wir wirklich wissen, wo er steht. Also ich finde es ziemlich berührend. Das ist irrsinnig konzentriert, aber dabei überhaupt nicht dick oder breit oder irgend sowas. Ja. Puh. Sie kennen sie heute gerade. Geht mir genauso. Ich bin sprachlos. Kommt bei mir nicht so oft vor. Puh, also das gibt es morgen noch. Ich bin jetzt nicht hochgesetzt. Doch, auf 94. Danke, wäre ich auch. Puh, das ist das Fass der Ungeheuer von Bassermann Jordan. Das war gestern noch so, hat sich noch so gespreizt. Also tut sich heute noch, aber... 3, 2, 9, 5, 8, 8. Tuch, aber da hyperventiliere ich fast. Da musst du wirklich
tief einatmen. Das ist so ein Gefühl, als würde man dich ohne... Nein, Quatsch, mit. Wenn du das erste Mal in deinem Leben die Taucherbrille mit dem Schnorkel aufhast und dann unter Wasser gehst, wo du eigentlich Angst hast, dass du nicht atmen kannst. Kannst du dich erinnern? So damals so im Freibad oder irgendwas, als du das erste Mal so beim Schnorcheln warst. Genauso ist dieser... Ich schnorchel nicht. Ja, mir so wird kommt schlecht von dem Schnorcheln. Also gut. Gummi im Mund. Ein bisschen Zitronik. Mhm. Das ist lustig. Gestern stand die Zitrone gar nicht drin. Aber und heute ist sie so präsent. Richtig. Richtig. Es verändert sich so stark oft in der Luft. Ist ja völlig zu. Ja. Das hat ein bisschen Candice und das, auch das wird ein ganz kleines bisschen parfümiert. Mhm. Und ich glaube, ein bisschen Kräuter. Dann hat er ein Gewürz. Ich würde so Kardamom. Bin ja bei Safran. War ich zuerst. Das ist ein Hauch Botrytis. Zumindest riecht es. Mhm. Sehr herb. So, völlig zuckerfrei. Herb, kühl. Hat nicht ganz die Konzentration vom anderen. Sehr straff. Limette, ja. Ja, finde ich ziemlich deutlich. Ziemlich ja. deutlich. Mhm. Haben wir das Florale drin? Ja. Aber hell, wirklich hell floral. Der hat jetzt einen Mordsgegner gehabt. Aber ich finde das in seiner kühlen Art und seinem Schliff und seiner Feinheit schon sehr, sehr gut. Ist nicht so konzentriert und tief wie der Vorgänger, aber es ist sehr gut. 91 oder 92? Ich würde ihn dir lassen. Hm. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Vorgänger möglicherweise noch stärker ist. Hast du recht. Und deshalb. Also das ist für Leute, die was ganz Schlankes, Elegantes, mit unheimlich viel Zug und Kühle mögen. Aha, das ist auch ein Ungeheuer. Das ist echt lustig. Aber diesmal von Buhl. Ja. Ich meine, man kann es einigermaßen erkennen. Das ist interessant. Das war jetzt auch Zufall, ne? Wirklich interessant. 3, 2, 9, 5, 8, 2. Aber der ist deutlich kälter und fordernder und herber. Also wer so diesen, wer von Riesling wirklich was haben will, was einen wirklich richtig durchzieht, das ist das Richtige. Findest du gegenüber Bassermann Jordan? Ja, nein. Bassermann Jordan hat durch diese deutliche Hefe und durch diese Konzentration mehr Gegenpol. Das ist ja vollkommen kompromisslos, furztrocken, herb, schlank. Stählern fast. Also, oder? Stahlig. Nicht stählern. Findest du nicht? Jetzt reden wir ja vom nächsten Wein schon. Also, nein, jetzt reden wir noch vom letzten Wein. Ja. Wir sind ja noch nicht bei dem. Oh! Ja. Andere Welt. Sehr zu, auch hefig. Dann kommt aber wirklich so ein Hauch Holzausbau mit dazu. Dunkelbeerig. Findest du? Ja. Mehr so dieses dunkle, holzig-gewürzige da drin. Also das Gewürzige finde ich auch. Ja, total verhaltene also, Frucht. Und es ist nicht nur Zitrus Stoße und Steinobst, sondern es ist auch, entschuldige, ja, es ist auch Apfel. Also so, das erinnert mich an so ganz alte
Apfelsorten, aus denen man heute nur noch was brennt, wie Gewürzloike oder sowas. Also diese Äpfel, die nicht gut ausschauen, aber verdammt intensiv schmecken. Und dann kommt heller Tabak. Ist ganz, ganz anders. Den kann man so toll kauen. Das ist komisch, aber es riecht schon so, als könnte man ihn kauen. Er riecht so konzentriert. Da steht der Apfel schon drin, in der Nase war der nicht. Nur, dass das gestern grüner wirkte als heute. Und das war ein Gerbstoff. Und eine Säure. Also, wenn wir vorhin mal von kompromisslos sprachen, das ist kompromisslos. Himmel. Und du hast wirklich diese Salzzitrone, ne? Ja. Das Kräutersalz, die getrockneten Zitronen. Diese enorme, bis eine Wahnsinnssäure. Also, das ist Wein für Fortgeschrittene, aber das ist wirklich hart-eckig. Dann schon dicht. Das brauchen wir auch noch morgen nochmal. Ja. So. Ich würde ihn da jetzt lassen, aber einfach morgen nochmal probieren. Du? Hm. Du wärst für mehr? Ja. Wenn du schon Luft ziehst, bist du für mehr. wir haben wieder einen Pechstein. Diesmal wieder Reichsrat von Buhl. Ihr könnt es euch vorstellen, ihr haben wir ja schon mal gezeigt. Okay. 329584. Aha. Das ist kräuterig, ein bisschen tropisch. Yes. Fenchel drinstehen, das stimmt ja. Und ein bisschen Altholz, finde ich. Also das, was halt große alte Holzfässer abgeben. Oder? Schon komplex. Ganz eigen. So ein bisschen Heu. So ein bisschen Wärme in dem Ganzen. Eine Mottsäure und unheimlich viel Salz. Unglaublich. Da steht das Altholz auch drin. Im Mund, in der Nase, was nicht drin gestanden. Also Salz und Säure, das ist wieder so diese Salzzitronige. Das ist ein bisschen schweißtreibend, das packt einen. Du magst meine Salzzitrone. Naja, du hast ja auch wirklich recht. Das. Wozu hat man denn seine Haussommeliere, wenn die nicht neue Aromenideen einbringt? Ach, was schmeckt denn nicht? Wirkt total verschlossen.
tabakig. Extremst mineralisch. Genau. Ich bin sprachlos. Naja, es packt einen einfach. Es braucht da Zeit. Also, da bin ich mir auch nicht sicher, ob da das letzte Wort schon gesprochen ist. Nur, da das noch so kompromisslos und zu, wir sind gleich 93 geben. Also das war auf jeden Fall morgen probieren. Wir können auch lassen und morgen probieren. Also das ist jedenfalls. Das ist der Förster Jesuitengarten. Wieder von Buhl diesmal. Die sind schon ganz unnahbar heute. 3, 2, 9, 6, 7, 8. Erdig, ja. Erdig, bisschen erdig vegetabil. Also so wurzelgemüsig, so ganz leicht. Ja, ich bin so auf gewürziger, so weißer Pfeffer. Mhm. Vielleicht sogar so in Richtung Fenchelsamen. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Aber der ist sehr saftig. Der ist ja knochentrocken. Er hat keinen Zucker, ne. Hat aber eine Extraktsüße. Mhm. Also ich hatte zuerst, die Frucht wirkt im ersten fast etwas, ja, opulent. Fast. Jetzt ist auch konzentriert. Und dann hat es eine unglaubliche Säure. Der hat so eine Selbstverständlichkeit. So ein Understatement. Understatement? Ja. Auch noch das fast völlig unentwickelt, gell? Wirst gerade auch nicht so genau hinstecken. Acht, Ich bin da lassen, aber auch morgen nochmal probieren. Zucker hat ja gar keinen. Das ist wirklich furztrocken. Also ich glaube nicht, dass er. Ich glaube, er steht da gut. Ich glaube es auch. Aber es ist völlig unentwickelt. Also ich würde mir gerne mal anschauen. Aha, wir sind wieder in Württemberg. Das ist der Uhlbacher Götzenberg. Ganz ehrlich, wenn ich es hinten nicht lesen hätte, hätte ich den Ort auch nicht auswendig gewusst. Uhlbach, vielleicht sage ich ihn. Uhlbacher Götzenberg. Von Schneidmann. Da habe ich schon gesagt, dass man Württemberg in Sachen Riesling nicht mehr unterschätzt darf. 3, 2, 9, 7, 6, 8. Oh. Boah, ist das tief. Puh.
Also das ist unheimlich geschliffen, unheimlich fein, tief, hefig, eine ganz noble Frucht. Da stehen grasige Noten drin, das stimmt auch, aber das ist so ganz frisch, das ist so appetitanregend, das ist so, das hat überhaupt nichts mit unreif zu tun. Dann hat es so ganz hell Florales. Es hat unheimliche Frische in der Nase. Das ist so richtig, wie wenn du an einem heißen Tag in einen Blumenladen gehst, wo es dann plötzlich so ganz frisch riecht. Und puh. Was kriegst du? Schweißausbrüche beim guten Wein? Ja, Gänsehaut und Schweißausbrüche. Bei mir kommen fast Tränen. In Extremfällen kommt es bei mir auch. Stand sogar mal drin. Also das ist ganz groß. Das ist unglaublich tief und komplex. Das, so ist es. Das ist auch schwarze Beeren. Also das ist extreme Noblesse. Richtig. Das sind dann auch Weine. Das steht auch drin. Was mir ganz wichtig ist, entschuldige, dass die Säure. Das bin ich gewohnt. Ja, wenn es einen so überkommt, weil ich es halt gerade lese, dass die Säure den Wein total marmoriert. Also die Säure hat nicht irgendwie einen Strich durch, sondern die durchwirkt das alles. Boah, ist das grandios. Und das ist tief und lang. Leck mich am Nerven. Also 2 Punkte mehr und morgen anschauen. Ja, ja, unter 95 macht er es nicht. Ganz, ganz großer Stoff. Boah, zieht das an. Mich juckt es wirklich am ganzen Körper. Ist das Kirchenstück? Nein. Kalkofen. Boah, unglaublich. Das ist Kalkofen. Mhm. Wahnsinn. Ja, das Specki Kalki hier, ja, das kann man schon, aber so nobel. Himmel hilf! Das ist ein Riesenstoff. Das ist Deidesheim. Wir haben noch einen ganz. Schmeißler ist davon. Noch einen ganz großen Deidesheimer dann dabei. Also, das ist riesengroß. Bassermann oder ein Kalkofen. Deidesheimer Kalkofen. Wahnsinn. Tuh. Das macht mir demütig. 329764. Wieder sehr hefig. Ja. Na. Hefig, kühl, pflanzlich, ganz zurückhaltend, was die Frucht angeht, so zitrusbetont. Bisschen Steiner, Steinobst, alles sehr hell gehalten. Da ist noch irgendwas drin. Hilf mir. Du bist jetzt bei der Frucht? Nein, oder? Der Nase, allgemein da. Komm nicht ganz dahinter, an was es mich erinnert. Etwas Helles, Säuerliches. Fast ein bisschen Florales. Also ich von der Frucht, ja, Zitrusfrucht. Ja, ich würde mich erinnert es etwas an fast an Orangen, so feste Blutorangen.
Dann das Grüne. Vielleicht Richtung Zitronen-Thymian. Ich finde, er hat auch etwas, weil du das vorhin Olivenöl hattest. Das ist nicht schlecht. Hattest. Zitronen-Thymian also, ist es hat sehr was, ja. Das ist genau das, was mir gefehlt hat. Aber dann hat es auch was Öliges für mich. Naja, das ist ein bisschen ätherisch ist das. Sehr viel Biss. Konzentriert kann Biss. Ich glaube nicht ganz so groß wie der andere. Ja, so sortiertes Gemüse. Schon eine Mordsäure. Ich würde auch den morgen nochmal probieren. Das halte ich für eine gute Idee. Das ist das Kirchenstück, also die legendärste, teuerste Lage in der Pfalz. Aber das ist jetzt so dermaßen zu. Ich glaube auch, das ist der Moment ist nicht. Also jetzt finde ich ihn sogar noch etwas eingeschränkter als gestern. Mhm. Finde ich auch. Also das hat im Moment... Der ist nicht so spannend wie der andere. Nee, ist er nicht. Und dann diese... Ja, das ist also überhaupt nichts zusammengesetzt im Moment. 329715. Fertig? Ja. Okay. Anders. Ananas? Ja, Ananas ist sehr gut. Sich heute ziemlich durch, obwohl wir so viele Regionen haben. Naja, immer nur bei den sehr, sehr reifen. Es wirkt auch sehr reif. Ja, auch das hat so einen Hauch Wachs. Irgendwas ganz, ganz anderer Typ als vorher. Sehr reife, teilweise ein bisschen angetrocknet wegen der Frucht. Wie du schon hier, wie es steht, dicht am Gaumen. Das hat, breitschultriger als ja, der? Schon. Ja. Hat auch wieder so nussige Holztöne. Mhm. Hat schon Biss oder ein Salz. Richtig. Ja, das ist fast mehr an der Machart geschuldet. Gerade. Das wirkt unheimlich traditionell, wie sowas wie. Das wirkt altmodisch im positiven Sinne. Mit diesen, genau. Mit diesen unheimlich präsenten, aber mürben und reifen Gerbstoffen, mit diesen altholzigen Tönen, mit. Das ist richtig altmodisch. Könnte man traditionell, das wäre dann ja positiv. Ja, die Frage ist halt immer, was man traditionell... Aber ja, wenn du jetzt ganz alte Traditionen nimmst, ja, so macht er das mittlerweile ja auch irgendwie mit seinen Korbpressen und allem. Mhm. Aber das braucht auch Zeit. Das werden wir auch nochmal probieren. Das ist nur ein Notetikett.
Ist keine Fassprobe, aber es ist abgefüllt, aber es gibt halt noch kein echtes Etikett. Abtserde, großes Gewächs von Keller. 3, 2, 9, 7, 6, 6. Eine Motzlänge. Ja. Den gibt es auch morgen. Ja, ja, dem geben wir alles noch. Den allen geben wir noch Zeit. Hefig wieder getrocknet, Vegetabil, wieder deine Hülsenfrüchte, die du, oder? Schon mal oft genannt hast. Ich esse sie ja auch. Eine warme Lage. Ganz anderer Stil. Ja. Das ist so saftig und so das ist so, es packt zwar total zu und hat Kühle, aber es hat auch eine richtige, eine anspringende Frucht. Ja, nicht vollkommen trockenbrennend. Ein bisschen nussig, stimmt. Sehr viel Leben und Saft und vollkommen anders. Ein bisschen Candies fast. Schon auch diesen Gerbstoffgriff, ne? Du merkst schon, dass das richtig Gerbstoff ist. Das hat schon Maischestand hat sich ja ordentlich gehabt. Farblich kann man das jetzt. Also so steht er drauf. Er steht drin, wollte ich sagen, nicht drauf, aber ich wollte den Gerbstoff reinschauen, aber er steht schon da. Naja. Das ist halt eine Saftbombe. Saft, Griff, Stoff. Finde ich, steht gut da. Finde ich auch. So ist es. Also. Das ist Bassermann Jordan, ganz anders als die anderen, interessanterweise, genau, der Jesuitengarten. Der zeigt sich schon ein bisschen zugänglicher als die anderen. War gestern dadurch auch der am stärksten bewertete, wie man sieht. Die anderen haben jetzt mittlerweile hochgewertet. Der bleibt stehen. Aber durch seine unheimliche Saftigkeit war er halt gestern schon zugänglich, das waren die anderen nicht. 3, 2, 9, 7, 1, 6. Uiuiuiui, ui, 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 was ist das denn? Das ist tief. Fast reduktiv im Moment. Ja. Viel Ananas. Ganz deutlich, sehr reife Frucht. Dann ist das ja, Hefig. Einiges an Schwefel. Ja, ja, wollte es gerade sagen, das Hefig und ein bisschen schwefelig. Sehr reif. Ja, so. Das ist wieder Keller. Ja. Und das Heidelbeernoten, das Pettental. Heidelbeer finde ich. Heidelbeer ist total deutlich. Ja. Aber so das hat der rote Hang, der hat diese Aromen. Super. Das steht gar nicht drin, dieser enorme, aber mürbe Gerbstoff.
Pizza doch einen Hauch Butter. Was hätte es der Spur BSA mitgemacht? Oder so Nussbutter. Ja, aber ist jetzt nicht. Und Pfeffer. Pfeffer hat er viel. Vom Hinaus pfeffert es. Ganz, ganz merklich. Ich überlege gerade, sehr guter bis langer Abgang. Für mich ist es schon ein. Es ist lang. Es ist lang, müssen wir gar nicht drüber reden. Steht aber gut, glaube ich. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch. Hat wieder diese traditionelle Art. Also, wir haben wieder Ersatzetikett. Das ist das Weingut Keller, Rheinhessen, diesmal Rheinfront, Pettental, großes Gewächs. 329717. Danke. Ah, die Weine werden besser, du schickst mir weniger ein, ich merke schon. Das ist in vieler Hinsicht so ein bisschen tropisch. Die Früchte, aber es hat auch so was floral, schwül florales. Mhm. Und sehr reif. Ein bisschen in die Melonenrichtung gehend. Das ist wirklich ein Stück weit tropisch und dann auch exotisch. Ja, also ich fühle mich das jetzt fast auf. Ja. Das kann ja nichts anderes sein. Fast auf, wie auf einer Karibikinsel. Ja, genau. So, genau so kommt einem das vor. Warm, frische Brise, so vom Meer. Ja. Ja, und das ist so typisch Moorstein. Diese ganz präsente, enorme, saftige, ins Exotische gehende Frucht und dann kommt eine unheimlich packende, salzige Mineralik. In dieser Verbindung gibt es das fast nur in der Lage. Immer wieder, egal von wem. Das macht Wittmann ja auch so. Auch wenn der Wein trotzdem von Wittmann ganz anders schmecken würde, aber dieses Exotische in Verbindung mit dieser zupackenden Mineralik, das ist immer Moorstein. Deine Motzkerbstoff auch wieder. Das ist völlig unentwickelt, das braucht alles unheimlich Zeit. Das hat doch Wärme, ne? Ja. Vor allem macht es jetzt zu. Das war gestern eigentlich zugänglicher. Und jetzt ist es so dicht. Und so abweisend und dann nussig und ein bisschen bitterlich. Und das finde ich gar nicht. Echt? Ich finde ihn ziemlich. Ja, das liegt aber nur daran, dass die Frucht so warm und so zugänglich ist. Aber dann hinten raus macht er für mich total zu. Also er lässt keine Feinheiten zu, weißt du, was ich meine? Ja, okay, das verstehe ich. Ja, das verstehe ich. Die zeigt er mir nicht. Und deswegen unbedingt Morgen. Zeit geben. Morgen. Ja, wie gesagt, ich kann immer nur das Ersatzetikett zeigen. Moorstein, großes Gewächs. Keller. 329772. Das greift schon aus der Nase raus und packt einen. Hat unheimlich viel so Zitruszestentöne. Ja, auf jeden Fall. Auch. Ja, da steht Limetten. Jetzt Kumquats, ja.
Und dieses Melonige ist auch da. Und Feigen. Das stimmt. Grüne oder? Ja, nicht getrocknet. Ganz, ganz eigenwillige Nase. Sehr komplex. Ich habe sogar ein bisschen Waldmeister. Okay, kann ich nachvollziehen. Ich habe auch blanchierte Mandeln. Also es ist eine unglaublich toll und breit aufgefächerte Aromatik in der Nase. Ja. Sehr spannend. Das Ganze bei einer enormen Konzentration und dabei wirkt es trotzdem federleicht, das Ganze. Null Zucker. Wieder Schweißausbrüche. Das ist schon großer Stoff. Ich finde, dass der da gut steht. Ich meine, der kriegt auch noch einen Tag. Das ist ja alles noch zu. Da hinten also ein bisschen was von Zwetschgen und Mandarinen. Ja, ja. Ich finde, das sind Weine, die schon nicht mehr, weiß nicht, ob eine detaillierte betörend ist gut, detaillierte Beschreibung den Weinen überhaupt dann noch gerecht wird. Wird es auch nicht. Du kannst eigentlich nur noch schreiben, was es mit einem macht, wie es einen anrührt. Das ist großer Stoff. Toll. Ja. Das hatten wir vorhin schon mal, dass Deidesheim so riesig ist dieses Jahr. Und das ist wieder Bassermann Jordan, das ist Deidesheimer Hohenmorgen. Das gab es noch niemals, seit ich das probiere, jemals annähernd so gut wie dieses Jahr. Das ist... Völlig. Fällt jetzt nichts Deutsches ein. Outstanding. Für die Lage. Sagenhaft. So, das war die erste Runde. Wir sind durch mit den Weißen. Wir melden uns gleich nochmal. Dann gibt es noch Rote. Nur erst brauchen wir eine kleine Pause. Und ihr wahrscheinlich auch. Wir sehen uns also ganz sicher wieder. Und wir sehen uns ganz sicher auch nächste Woche wieder. Es trudeln immer noch große Gewächse ein. Es fehlen natürlich auch noch ein paar Top-Betriebe, die gerade noch am Einschicken sind, zum Teil noch da sind. Schon da sind. Zum Teil werde ich sie nochmal erinnern müssen. Wie auch immer, wir sehen uns auf jeden Fall mit den Roten nochmal. Bis dahin, tschüss.